Die themenzentrierte Interaktion, TZI. TZI ist ein Konzept für das Arbeiten mit Gruppen und Teams. Nicht nur für die Beratung und das Coaching von Klienten, sondern auch für die Leitung von Institutionen und ihren Mitarbeitern. Das Ziel der TZI ist es, die Interaktion zwischen Aufgaben und Individuen zu erleichtern, um die Entwicklung von Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz zu fördern. Sie ist für alle Bereiche geeignet, in denen Menschen in Teams und Gruppen aller Art erfolgreich zusammenarbeiten müssen. Die TZI ist besonders hilfreich für Menschen, um ihr persönliches Leben neu zu strukturieren. Sie ist daher eine der am weitesten verbreiteten Methoden in den Bereichen humanistische Psychologie und Pädagogik. Was haben wir vom Einsatz der TZI? Der Coach ist in der Lage, Gruppenprozesse auf Metaebene zu beobachten und zu reflektieren. Das Konzept ist darauf ausgerichtet, die Individualität des Einzelnen zu berücksichtigen. Die Verwendung des Konzeptes ermöglicht es, Leistung und Effizienz zu steigern, und das Konzept liefert dem Coach die Struktur, um Gruppenkonflikte und deren Hintergründe wiederzuspiegeln und zu lösen. Jede Gruppe oder jedes Team wird dabei durch 4 Faktoren repräsentiert: Ich, das Individuum, wir, die Gruppe und deren Interaktionen, es, die Aufgabe oder das Thema und das Umfeld als globaler Kontext. Das Dreieck zwischen Ich, Wir und Es befindet sich im Kreis, der das Umfeld symbolisiert. Das Umfeld ist zu verstehen als das organisatorische, physische, strukturelle, soziale, politische und ökologische Umfeld im engeren und weiteren Sinne, das die Teamarbeit der Gruppe bedingt und auch von der Arbeit der Gruppe beeinflusst wird. Das Umfeld kann Störungen verursachen und das dynamische Gleichgewicht stören, indem das Gewicht auf eine Ecke des Dreiecks verlagert wird. Daher muss man sich immer des Umfeldes und den damit verbundenen Zwängen bewusst sein und sie berücksichtigen. Wertschätzung und Unterstützung des Gleichgewichts zwischen den Faktoren Ich, Wir und Es im Umfeld bildet die Grundlage der TZI-Gruppenarbeit. Die Aufgabe des Coaches oder Leaders ist es, auf die dynamische Balance zwischen den 4 Faktoren zu achten. Der Begriff dynamisch bedeutet, dass das Gleichgewicht nicht statisch wie bei einer Waage ist, sondern ähnlich wie das eines Fahrradfahrers, ein Teil eines Prozesses. Das Thema formuliert die gemeinsame Aufgabe und das Ziel der Gruppenarbeit. Es sollte die Teilnehmer ganzheitlich ansprechen und ihnen ermöglichen zu erkennen, wo sie sich in ihrer Entwicklung befinden, um den nächsten Schritt zu machen. Beim Übergang in einen Coaching-Ansatz ist das Thema jeder Coaching-Sitzung mit dem individuellen Hauptziel und dem allgemeinen Arbeitsgruppenthema verbunden. Das Thema gibt dem Coaching einen produktiven Fokus, muss aber mit den anderen Bedürfnissen ausbalanciert werden. Das Wir der Gruppe entwickelt sich aus der Konzentration auf ein Thema heraus, weshalb TZI als themenzentriert bezeichnet wird. Schließlich wird das Thema, an dem die Gruppe arbeitet, von allen 4 Faktoren beeinflusst, nicht nur vom Faktor S. Dieser Punkt ist charakteristisch für die TZI. Der Leader. Er sieht sich selbst als Teil des Systems. Somit ist er sowohl Mitglied als auch Leader. Als Mitglied agiert er als Vorbild nach den Postulaten und fügt selektiv und authentisch seine Gedanken und Gefühle hinzu. Als Leader spürt, formuliert und präsentiert er Themen, die der Gruppe helfen werden. Er schlägt mögliche Strukturen vor und sorgt dafür, dass diese erhalten bleiben. Er beobachtet das Gleichgewicht zwischen Ich, Wir, dem Thema und dem Umfeld. Die Postulate ergeben sich aus der Forderung, die Wirklichkeit nicht als Dogma oder als Autorität anzuerkennen. Sei dir deiner eigenen inneren und äußeren Situation bewusst und triff verantwortungsvolle Entscheidungen, die sowohl die andere Person als auch dich selbst berücksichtigen. Kurz gesagt, sei dein eigener Vorsitzender.
Störungen und leidenschaftliche Verwicklungen haben Vorrang. Betrachte sie als Chance und betrachte sie als Zeichen, dass etwas übersehen oder verdrängt wurde. Sei verantwortlich für das, was du tust und nicht tust, in deinem persönlichen Leben und in der Gesellschaft. Die Postulate entstehen aus Werten und Sichtweisen der Menschen, die in den folgenden Axiomen formuliert sind. Das Individuum ist eine psychobiologische Einheit. Individuen sind auch Teile des Universums und sind daher sowohl autonom als auch voneinander abhängig. Die Autonomie eines Menschen nimmt zu, je mehr er sich seiner Interdependenz mit allem und jedem bewusst wird. Alle Lebewesen in ihrem Wachstum und Verfall verdienen es, respektiert zu werden. Respekt für das Wachsende ist die Grundlage für alle Bewertungsentscheidungen. Das Menschliche ist wertvoll. Das Unmenschliche ist eine Bedrohung für das, was wertvoll ist. Freie Entscheidungen treffen passiert innerhalb provisorischer innerer und äußerer Grenzen. Es ist möglich, diese Grenzen zu erweitern. Hilfsregeln sind Anweisungen zur Realisierung der Postulate, die auf den Axiomen basieren. Stell dich dar, wenn du sprichst. Sprich in der Ich-Form und verwende nicht wir oder man. Wenn du eine Frage stellst, sag, warum du gefragt hast und was die Frage für dich bedeutet. Sprich für dich selbst und vermeide ein Interview. Sei authentisch und selektiv in deiner Kommunikation. Halte dich zurück mit Interpretationen über andere. Drück stattdessen persönliche Reaktionen aus. Vermeide Verallgemeinerungen. Beobachte deine Körpersprache und die der anderen. Die Körpersprache offenbart Gefühle und Bedeutungen für andere. Die Körpersprache anderer Menschen enthüllt dir ihre Gefühle und Bedeutungen. Wenn du etwas über eine andere Person sagst, erzähle auch, was es für dich bedeutet. Der private Austausch hat Vorrang. Sie sind nervig, aber in der Regel wichtig. Sie würden nicht passieren, wenn sie nicht wichtig wären. Auch wenn Nebengespräche scheinbar störend sind, sind sie meist wichtig für die tieferen Ebenen der Kommunikation. Sie können neue Reize bringen, Mehrdeutigkeiten und Missverständnisse hervorheben oder eine gestörte Interaktion aufdecken. Nur eine Person auf einmal sollte sprechen. Zum Abschluss ein Zitat von Ruth Kohn zu den Hilfsregeln. Hilfsregeln helfen, wenn sie helfen, und sollten daher nicht als Gesetze durchgesetzt werden.